ist entweder Psychopath oder 24-Tim-Hörer, aber generell würde ich aber. Was für ein Seitenhieb aus dem Nichts plötzlich. Leute, es ist Zeit, dass du jetzt ein Abo und ein Like da lässt. Check meinen Partner Just Legends aus. Und falls ihr einen Gamingstuhl braucht, dann die von Adept. Deutsche Qualität zeichnet sich aus. Blindredaktion, ich habe Skis schon mal gehört, noch nie reingeguckt. Ich kenne kein einziges Video von ihm. Und ich würde sagen, einfach mal das neueste Video. Ich habe Hogwarts Legacy 2 in 48 Stunden gemacht. Klingt random. Wir schauen rein. Ich bin gespannt. Es ist ein 11-Minuten-Video. Und scheinbar mit einer Sony-Kamera gedreht, würde ich schätzen. Sieht so LUT-mäßig aus. Mit so einer klassischen runtergeladenen LUT. Und ich glaube. Premiere geschnitten, würde ich schätzen. Jetzt schon mal in weißer Voraussicht. Los geht's, go. Geht, Freunde des Bartes. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Ich habe keine Ahnung, wie man ein Spiel entwickelt, mache es aber trotzdem. Ich werde jetzt nicht immer alle Details wiederholen. Wenn du also heute zum ersten Mal einschaltest, würde ich dir vorab empfehlen, die anderen drei Teile das machen wir jetzt mal nicht, oder? Zu schauen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und dieses Mal habe ich mir einen besonders fetten Brocken vorgenommen, denn ich werde Hogwarts Legacy 2 in 48 Stunden machen. Aber wie macht... egal. Also was mir persönlich bei Hogwarts Legacy so ein bisschen gefehlt hat, war die Vorgeschichte des Charakters. Man kommt so aus dem Menü, kriegt direkt diese Einladung nach Hogwarts und landet dann sofort... Das ist echt so geil. Man könnte so ein geiles Harry Potter Spiel machen. Stell mal vor, du würdest so bei den Muggeln leben, ne? Und dann ist es ähnlich wie bei Harry so, yo, räum dein Zimmer auf, tu dies und das, mach Hausaufgaben. Und plötzlich kommt so ein Brief reingeflattert und derjenige ist so, hm? Und dann zerreißt er den so, obwohl er würden alle meckern und sagen, macht aber die Harry Potter-Geschichte nach. Aber warum denn nicht? Einfach Harry Potter original so, wirklich Punkt per Punkt. Voll geil. Im Spiel und in Teil 2 habe ich mir gedacht, das bessere ich aus und habe, ja, ich würde schon behaupten, eine tiefgehende und emotionale Vorgeschichte erstellt. Himmel, Herrgott, wie kann man nur so ein Versager sein? Ich habe dir von Anfang an gesagt, lass einfach wegmachen. Aus ihm hätte ja was werden können. Ach komm, sei leise. Jeder hat aus 4 Kilometern Entfernung gesehen, dass er sicherlich kein Physiker werden wird. Konnte doch keiner ahnen, dass er so ein Vollpfosten werden würde. Oh nein, die Eltern hassen ihn. Warum hassen die ihn? Was hat er denn getan? Gott sei Dank hast du dich letztes Jahr sterilisieren lassen. Servus, du bist ein Zauberer. Nice. Wenn du Bock hast, dann komm ran nach Hogwarts. Paar Gifte mixen, paar Leute Avada Kedavra ran und so ein Zeug. Wenn nicht, dann halt nicht. Deine Studiengebühren holen wir uns eh vom Staat. Wenn du mich fragst, wer da jetzt emotional nicht irgendwie berührt war, ist entweder Psychopath oder 24-Tim-Hörer, aber generell würde ich aber... Was für ein Seitenhieb aus dem Nichts plötzlich. Ich würde schon sagen, dass ich ein sehr, sehr gutes Verständnis davon habe, was Spieler wollen. Also sie wollen jetzt irgendwie nicht nur, dass der Hogwarts Express da jetzt mal einmal durchs Bild rauscht und sie wollen auch nicht im Hogwarts Express sitzen und dann durch die... Wieso? Ich finde das beides ziemlich geil eigentlich. Die Fensterscheibe gaffen, nein. Sie wollen der Hogwarts Express sein. Ich habe das Gefühl, er nimmt es ganz nicht ernst. Also als ob man es hier einer auf Thomas Lokomotive macht und durch die Gegend fährt. By the way, warum fliegt der Express eigentlich nicht? Auto von Ron kann ja fliegen. Ah, das sieht echt cool aus. Frage, wie ist das gemacht? Womit machst du es? Ist es mit Blender oder was? Hogwarts Legacy 2, wenn die Entwickler von Gollum gemacht hätten. Ah, Gollum, das Game ist super scheiße gewesen, ne? Der Bau der Sixtinischen Kapelle dauerte rund 8 Jahre. Das ist schön für die Portugiesen, aber ich spreche sowieso kein Französisch. Und außerdem hatte ich nur 48... Hä, die Kapelle steht doch in Deutschland, was labert der? 40 Stunden Zeit. Also musste statt eines originalgetreuen Nachbaus eben ein Schloss herhalten, das ich bereits in meiner Bibliothek besaß. Dass ich eine Bibliothek mit 3D-Schlössern besitze, aber dafür keine mit Büchern, spricht wahrlich Bände, aber ich habe sowieso aufgegeben, Außenstehenden zu erklären, was ich den ganzen Tag so mache. Nach der erfolgreichen Ankunft, die nur 328 Todesopfer forderte und in den kommenden Jahren als das Massaker vor Hogwarts bekannt werden sollte, war es nun an der Zeit, die Schule etwas... zauberhafter zu gestalten. Ja, versteht ihr, zauberhaft, weil Hogwarts ist ja eine Schule für Zauberer. Zuerst musste ich diesen Atomic Heart auf Wish bestellten Charakter loswerden. Meine erste Wahl fiel zunächst auf diesen sympathisch wirkenden 16-jährigen Hogwarts-Schüler, aber man soll mir ja am Ende hier nicht fehlende Ernsthaftigkeit gegenüber dem Projekt vorwerfen können und so entschied ich mich für etwas Traditionelleres. Jetzt galt es natürlich noch, die Welt von Hogwarts... Ist es die Unreal Engine? Was ist das? Was lebendiger...
Mann, er sagt zu mir, schau die vorherigen Videos, das mach ich, tu es nicht, sondern stell blöde Fragen, meine Reaktion. Selber schuld, Zeo. Zu gestalten. Und was wäre eine Zauberschule ohne die majestätischen Gemälde an der Wand? Ich fand es jedoch immer etwas... Die bewegen sich sogar, das ist mega cool. Hä, wie macht der das? Das ist aus dem Spiel, oder? Okay, ich hab mich blamiert. Verwirrend, dass darauf so viele unterschiedliche Personen abgebildet waren und habe daher alle Porträts durch mich und meinen Bart ersetzt. Quasi mein eigenes nordkoreanisches Zauberministerium. Generell würde ich behaupten, dass das Erstellen der Spielwelt schon absolut meine Spezialität ist. Deswegen, also generell im ersten Teil war ja auch alles vollgestopft mit NPCs, die ihre Animation in einer Endlosschleife wiederholt haben. Oder die völlig übertriebenen Soundeffekte, die da genutzt wurden, zum Beispiel in Hogsmeade, wo du irgendwie abends durchgelaufen bist und keine Sau war auf der Straße, aber gefühlt 200 Menschen waren zu hören. Boah, sowas ist schon ein bisschen schade. Das kriege ich hin. Und so soll man auch in Hogwarts Legacy 2 nicht auf die in einer Endlosschleife gefangenen NPCs verzichten müssen. Wie ging dieser verdammte Zauberspruch noch einmal? Ja komm, warum machst du denn absichtlich Kacke? Ich finde, es sieht gar nicht mal so scheiße aus. Ich würde schon einen Euro zahlen für dieses Game. Oh, scheiße. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt zu erwähnen, dass ich Glasknochen habe, oder? Hey, die Nummer hier mit den Büchern ziehe ich nur ab, weil ich nicht lesen kann. Aber bitte erzähl das keinem, okay? Voll stark gemacht. Neben der lebendigen Spielwelt wollte ich noch zwei weitere Besonderheiten in Hogwarts Legacy 2 implementieren. Unter anderem nämlich den Raum der Wünsche, der sich hinter dieser unscheinbaren Wand verbarg. Doch was genau war es wohl, das ich gerade am dringendsten benötigte? Unfassbar. Der Raum der Wünsche liegt eben niemals falsch. Skis ist ein Holy-Jünger? Oh nein, warum hat mich keiner gewarnt? Okay, Moment. Falsch. Holy-Eistees und Energies, soweit das Auge reicht. Und da ich gerade einmal ein Zeitfenster von 48 Stunden hatte, um diese Challenge zu meistern, war ein Energy-Boost auf jeden Fall nötig. Glücklicherweise bleibt es nicht nur beim Ingame-Item, denn es gibt Holy in vielen verschiedenen Energy-, aber auch koffeinfreien Eistee-Sorten. Es ist dabei nicht nur die gesündere Alternative zu herkömmlichen Softdrinks, nein, ihr könnt auch noch einige Galeonen für euren Nimbus 2000 sparen, denn eine Portion Holy kostet gerade einmal 80 Cent. Und da dich der Besen auch noch tragen muss, tust du gleichzeitig auch noch deiner Wampe etwas Gutes, denn Holy hat auf 500 Milliliter nicht einmal 20 Kalorien. Nachdem ich nun mehrmals schon bezichtigt wurde, für die Lieferknappheit meiner Lieblingssorte Acai Hibiskus verantwortlich zu sein, muss ich sagen, ja, das könnte durchaus der Fall sein, aber wer zu spät kommt, verpasst das Beste. Insofern solltest du schnell eine Holy Shopping Tour einlegen und sparst mit meinem Code SKIES dabei gleich nochmal 10% auf jede Bestellung. Und wer noch nicht auf den 10% Geschmack gekommen ist, aber Holy gerne mal testen möchte, der kann sich ja mal das gemischte Probierpaket gönnen, das jetzt auch die beiden neuen Sorten Mango und Traube enthält und spart mit meinem Code SKIES5 dabei nochmal saftige 5 Euro. Aber gut gemacht, die Werbung gefällt mir so. Also es ist wirklich vollkommen in Ordnung. Also kann nicht jeder von so eine Schulz-Werbung erwarten, das ist viel zu krank einfach nur. Aber so ist doch voll süß gemacht, das passt schon. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo sich einer übel aufgeregt hat, so boah krass, wie können Influencer nur dauernd Werbung machen, die Penner. Ich bin so, ja keine Ahnung, vielleicht wollen die ihre Videos finanzieren? In dem Raum der Wünsche gab es ja noch ein weiteres, ganz besonderes Feature im ersten Teil, das viele in der echten Welt eigentlich verabscheuen, aber dann auf dem Monitor gerne ausüben, nämlich den Unterricht. Für den zweiten Teil wollte ich das Ganze aber auf jeden Fall wieder etwas praktischer machen. Was ist das eigentlich, die Waldorfschule? Was zum Geier macht man da in Hogwarts? Ich wie in den Harry Potter Spielen Anfang der 2000er. Man betritt also zunächst den Klassenraum und wird dort von seinem Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste empfangen. Na sieh mal, der schaut ja aus wie ich. Ein Zauberer! Ich hoffe, du bist bereit, ein paar geile Tränke zu brauen. Wenn du das schaffst, kriegst du 10 Punkte für Gryffindor. Turn up! Und so geht es also an das Brauen Turn up. Und von Tränken. Die Zutaten stehen alle auf dem Tisch bereit und müssen in der richtigen Reihenfolge in den Topf geworfen werden. Einige wirken vielleicht physikalisch auf den ersten Blick etwas verbuggt. Aber ich würde das einfach Magie nennen. Nun ist es ja so, dass wir als Spieler immer eine Belohnung brauchen, ja, immer auf der Jagd nach diesem Dopamin-Kick. Also war es besonders wichtig, dass die ganzen Schüler im Hintergrund dich für das Lösen dieser durchaus komplexen Aufgabe permanent loben und dich immer wieder daran erinnern, dass du der Main-Character und gleichzeitig der geilste Zauberer überhaupt bist. Ich bin doch gar kein Main-Character, sagen zumindest alle Andrew Tate-Fans zu mir. Überhaupt bist. Bei Merlin. Das kann doch nicht wahr sein. Er hat das Glas einfach in den Topf geworfen. Wie geht das?
muss ein Gott sein. Er ist dazu bestimmt, den dunklen Lord zu besiegen. Seht ihr das? Er ist der Auserwählte. Vielleicht kann er ja mal mit meiner Frau ausgehen. Ich falle gleich in Ohnmacht. So besonders. Eigentlich voll gemein, dass sie den dunklen Lord nennen. Was ist, weil er hält sich ja voll im Recht, ne? Ich will ja gar nicht böse sein. Ich will nur das Beste für die Zauberer. Besonders ist er jetzt auch nicht. Nachdem ich Hogwarts jetzt mit allerlei Premium-Content gefüllt hatte, war es an der Zeit, mich um die Welt außerhalb des Schlosses zu kümmern. Eines der beliebtesten Ausflugsziele war dabei Der verbotene Wald. Definitiv der verbotene Wald. Jetzt hatte ich zunächst die Idee, dass ich den verbotenen Wald genauso wie im ersten Teil gestalte. Auch Schwarzwald genannt bei uns in Deutschland. Also du hast da irgendwie deine Spinnen, deine Zentauren. Firenze. Weil Bane ist ja eigentlich im Buch als schwarz gemalt. Und Firenze war blond. Und die Haare stimmen halt nicht, ne? Und deine Hippogreife, mit denen du interagieren kannst. Aber dann ist mir eingefallen, dass Spieler mehr erwarten. Sie erwarten, dass alles seine Richtigkeit hat. Was ist das denn für ein verbotener Wald, wenn du da reingehen und dann machen kannst, was du willst, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat? Also habe ich das einzig Logische gemacht. Ich wette, jetzt kommt sowas wie, lass mich überlegen, Selbstschussanlagen. Und im verbotenen Wald wirklich alles verboten. Angefangen beim zu schnellen Betreten des Waldes, bam, dein Todesurteil. Dinge zu lange inspizieren, verboten, zack, weg mit dir. Einen Zauber wirken oder kämpfen, nicht hier, Freundchen. Springen, na, wenn du sterben willst. Der Versuch, nichts Verbotenes zu tun, verboten. Und auch sterben ist hier verboten. Wer hier sterben will, stirbt. Was meinst du damit, wie ich Spielspaß definieren würde? Spielspaß ist, wenn eine Mechanik beigebracht wird, diese abgefragt wird und dann langsam sieht der Schwierigkeitsgrad erhöht wird, damit man mit dem Spiel zusammen lernt, das Spiel zu meistern. Und dann wird so ein Egal. Das Spiel ist eine 11 von 10. Bist du geisteskrank? Nun werde ich das tun, was jeder vernünftige Spielehersteller tut, sobald sich anbahnt, dass das Spiel ein wahrer Welthit wird. DLCs ankündigen. Hier also zwei Gameplay-Features, die ich innerhalb der 48 Stunden leider nicht hinbekommen habe, die dafür aber ein Jahr später als überteuerte Zusatzinhalte auf den Markt kommen werden. Quidditch. Keine Ahnung. Das ist echt lächerlich, oder? Das Quidditch-Field in Hogwarts Legacy ist wirklich, das ist unfassbar frech. Das ist einfach nur keine Zeit, wir wollen trotzdem Geld verdienen. Mehr ist es nicht. Wie man seinen Charakter auf einem Besen fliegen lässt, aber hier ist auf jeden Fall schon mal ein fliegender Besen. Und auch die süßen Tierwesen wird man natürlich unterwegs wieder eine Giraffe fangen können. Hey, hallo! Ist da jemand? Gott sei Dank, du musst uns helfen. Du musst uns hier rausholen. Der Kerl ist komplett verrückt. Bitte, ich habe Familie. Dieser Typ nennt mich andauernd irgendwas mit Knuddelmuff. Dabei bin ich ein Fuchs. Nur ein verfickter Fuchs. 11 von 10. Abschließend gab es wirklich nur noch eine Sache, die in Hogwarts Legacy 2 gefehlt hat. Denn was ist bitte ein Zauberrollenspiel ohne Zauberei? Also habe ich wirklich alles, was ich in den letzten anderthalb Jahren in dieser Reihe gelernt habe, aus den hintersten Ecken meines Gehirns zusammengekratzt und dann mit Blut, Schweiß und Tränen fest. Ja, ich hab's gekauft. Ich hab ein Kampfsystem gekauft, okay? Was man alles kaufen kann, das weiß ich ja gar nicht. Aber ich hab's selber implementiert. Naja, und halt alle Zaubersprüche durch die Lache von Voldemort. Das Wingardium Leviosa-Meme. Wingardium Leviosa. So. Und diesen polnischen Zauberer ersetzt. Kurva! Leviosa! Die sieht eigentlich ganz schön akkurat aus, muss ich sagen. Leviosa! Das sieht ziemlich stark aus. Ich will das spielen. Also ohne die Sounds natürlich. Leviosa! Da konntest du sogar heilen, habt ihr es gesehen? Nun bleibt nur noch eine Frage. Ist das das beste Zauberspiel oder ist das beste Zauberspiel? Boah, mein Fazit ist,
Der Kanal ist echt stark, aber boah, tut es weh. 15.000 Aufrufe, also ist trotzdem viel, aber wenn man so viel Geld zahlt für die ganzen Mechaniken und es ja trotzdem, keine Ahnung, wie viele Kameraeinstellungen und alles programmieren und keine Ahnung was. Also da wirklich Kanalmitglied werden oder Patreon werden, gerne, weil, alter Schwede, das ist gemein. Warum hat das so wenig Klicks? Leute, guckt doch sowas. Das ist doch voll interessant. Also gerne mal abchecken, Leute. Ohne Scheiß. Und auch abonnieren. Ich glaube, ich lasse generell mal echt ein Abo da. Schauen wir öfter mal rein, glaube ich sogar. Skis ist wirklich extrem underrated. Leck mich am Arsch. Ja. Grüße gehen raus. Fühl dich geküsst. Hier. Oh, nochmal, wie viel Liebe und Arbeit in den Videos steckt. Danke für die Unterhaltung. Absolut. Hatte Schweißausbrüche vor Lachen. Danke. Also gut, das habe ich halt jetzt nicht, aber absolut. Ich bin mir sicher, dass irgendwann einer dieser Videos im Algorithmus rutschen wird und dann dieser Kanal die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Ja, absolut. Ja, Unterhaltung, stabiler Bart und kurzer Auftritt einer süßen Katze. Was will man mehr? Absolut. Schon die Katze war echt cool, habe ich auch gesagt. Ja. Ja, geil. Würde. Das war's. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und dann bis dann.